ich mache mich jetzt weiter auf meinem Rundkurs. Hallo Fahrradkanal. Ja, wie ihr seht, heute ist Donnerstag, müsste der 25. Februar sein. Ist jetzt so 10:30 und ich starte jetzt hier von diesem kleinen Wanderparkplatz aus in Remscheid-Lüttringhausen zu meiner Bergischen Rundtour. Es ist noch die Bergische Runde vom letzten Jahr drin. Dieses Mal mache ich sie neu. Wir werden Vorbeifahrten haben und wir werden Drohnenaufnahmen machen. Ja, in diesem Sinne, auf geht's! Ja, hallo nochmal. Hier die Karte eingeblendet von meinem Rundkurs. 58 Kilometer, der Startpunkt, seht ihr, wo der Pfeil war, in Remscheid-Lüttringhausen. Ja, und hier schon in Remscheid-Lüttringhausen im Leierbachtal gibt es schon die erste Drohnenaufnahme, wie ihr sehen könnt. Und so sieht das Ganze dann von unten auf dem Fahrrad aus. Wie man unschwer gleich sehen wird, befinde ich mich jetzt hier bei der Firma Völkel, hier im Morsbachtal. Ich hoffe, hinter mir sieht man es ein wenig. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was die Firma hier alles Tolles gemacht hat, um das Morsbachtal hier wieder zu renaturisieren. Ja, so sieht das jetzt hier aus und ich finde, dass das ganz gut gelungen ist. Wie man sieht, wurde das Flussbett neu gestaltet und ich finde, gut, die Betonbrücke da hinten, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber ansonsten seht ihr ja, ist das hier schon eine ganz tolle Sache geworden. Auch hier mit dem auf der anderen Seite einfach, wie ich finde, ganz toll gemacht. Wenn auch hier eine Röhre ist, aber ja, die Lebewesen können auf jeden Fall hier durch und das finde ich dann schon sehr gut. Ja, ich mache mich jetzt weiter auf meinem Rundkurs und melde mich dann zwischendurch mal wieder. Bis gleich. Okay, und weiter geht's hier im Morsbachtal, so heißt die Straße hier, die hier zwischen Solingen und Remscheid. Ja, das war dann mal ein Trecker. Hier muss man leider auf der Straße fahren. Hier gibt es leider eben keinen separaten Radweg. Ja, okay, es gibt hier noch ein paar Nebenstraßen, die könnte man auch radeln, aber nee, da geht es mir dann ein bisschen zu viel bergauf und bergunter. Und hier in der Talstraße geht es doch recht schön immer flach entlang. Ja, rechts war gerade eine Unternehmervilla zu sehen und hier ein schönes altes Fachwerkhaus im Morsbachtal. Und hier bin ich auch schon in Münksten angekommen. An dieser Kreuzung scharf rechts abbiegen auf Remscheider Straße B229. Ja, ich biege jetzt hier rechts ab und
zwar genau hier an dieser Stelle, ist ein bisschen versteckt. Wenn man da links abbiegen würde, dann käme man direkt zum Münstener Brückenpark. Und hier seht ihr jetzt die ehemalige Bahntrasse von der Straßenbahn, also keine Eisenbahntrasse, sondern eine Straßenbahntrasse. Und man sieht hier oder beziehungsweise kann hier sehr gut erkennen, wie mühsam man sich hier wohl durch den Fels geschlagen hat, um die Bahntrasse zu realisieren. Ja, und hier oben kommt dann die Bahntrasse raus aus dem Wäldchen. Und wir biegen hier rechts ab Richtung Teegarten. Und hier lasse ich dann auch die Drohne nochmal aufsteigen. Hier sieht man den Blick in Richtung Remscheid Zentrum oder beziehungsweise Remscheid Stadt. Schwenke dann hier von Blick Richtung Osten nach Südosten Richtung Münsten. Jetzt geht's in Richtung Süden, Halfeshof. Da sieht man den Weg dort unten, den ich gekommen bin. Und wie gesagt, dahinter, dort wo der Wald ist, beziehungsweise jetzt genau in der Mitte des Bildes, dort ist der Halfeshof. Und jetzt gleich kommt dann auch schon wieder Solingen Mitte ins Bild von rechts. Man kann da in etwa die Kirchturmspitzchen erkennen. Die Kirchturmspitze von der Kirche, die am Clemens-Center steht. So, das war der Flug mit der Drohne. Und ich fahre jetzt weiter westwärts Richtung Meigen. Ja, hier bin ich dann auch schon auf der Bahntrasse in Solingen. Und nun geht es in Richtung Wuppertal weiter auf der Bahntrasse. Die Bahntrasse hier nennt sich übrigens Korkenzieher-Trasse und läuft vom, ja hier übrigens der Blick, deswegen die Kameraeinstellung zum Botanischen Garten von Solingen. Da sind wir jetzt gerade dran vorbeigeradelt. Jetzt geht es hier über einige Straßen von Solingen. Ja, man hat hier die Brücken durch Aluminiumbrücken ersetzt, was ich persönlich recht löblich finde und eben auch toll gemacht. Ja, hier ist ein bisschen eine blöde Stelle. Hier muss man ein Grundstück unterqueren. Ja, wer schon immer mal in die Röhre gucken wollte, der kann das hier tun. ist ja zu Corona-Zeiten ein großes Thema. Ja, und hier hat man dann einen wirklich verdammt steilen Anstieg. Also nicht wirklich toll gemacht. Ja, und mit viel Schwung kann man da eigentlich nicht durchfahren. Bestimmt vor allen Dingen schon mal gar nicht an Wochenenden. Ja, hier ist übrigens eigentlich auch ein, ja, wenn ich mich nicht irre, ein Plätzchen, wo eigentlich eine private Gastronomie untergebracht war. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach geradeaus auf Korkenziehertrasse. Genau, die Korkenziehertrasse, wie ich schon sagte. Ja, und hier mal wieder eine Überquerung mit einer sehr gut integrierten neuen Brücke. Ich glaube, alles aus Aluminium.
Sehr schön gemacht. Und wieder mal eine Tunnelröhre. Ja, wie hieß es immer von den Politikern zu Corona-Zeiten? Wir sehen das Licht am Tunnelende. Ja, okay, lasse ich jetzt mal so stehen. Gut, Folge da war... 300 Meter. Ja, Komoot spricht auch immer dazwischen. Jetzt war übrigens die Trasse zu Ende. Jetzt links auf Himmeltrat. Im Süden von Wuppertal-Vohwinkel ist das, im Grenzgebiet zu Solingen. Also die ehemalige Bahntrasse verlief dann eigentlich unten drunter durch die Autobahn hindurch. Hat man aber leider nicht ausgebaut. Sehr schade an dieser Stelle. Mal ein kleines, eine kleine Rüge sozusagen, weil hätte man schöner machen können, weil man muss dann da über die Straße und all den ganzen Quark. Auch hier, das hier muss man in Kauf nehmen. Ihr seht auch nicht ganz toll. Muss man hier quasi an der Straße lang radeln. Ich glaube, auf der linken Seite von hier aus gesehen ist, glaube ich, der Radweg. Könnte man, wenn ich mich nicht hier irre, langfahren als Radweg. Ich weiß nicht, ob er als solches ausgewiesen ist. Ja, und dann kommt man in Vohwinkel hier in dem neuen Industriegebiet raus, was eigentlich mal Bahngelände war. Und dann kommt man wieder auf die ehemalige Bahntrasse. Und bei nächster Möglichkeit geradeaus. Und das war übrigens auch alles mal hier Bahngelände. Was ich sehr schön finde, ist diese Brücke hier, die sehr gelungen ist. Aus alten Zeiten, scheint wohl nicht zerstört worden zu sein. Eine Kastenbrücke. Und hier bin ich auch schon am Start bzw. Endbahnhof, je nachdem wie man das sehen will, der Wuppertaler Schwebebahn. Da befindet sich auch dahinter, das Depot. Und hier habe ich mal die Kamera nach rechts geschwenkt, um hier mal ein Stückchen Schwebebahntrasse im Blick haben zu können für euch. Ja, jetzt geht es hier weiter über den Akzenta-Parkplatz, dann hier über den Händler-Parkplatz für Park and Ride, für die Leute, die hier ab Wuppertal-Vohwinkel mit dem Zug beruflich unterwegs sind und jeden Tag oder wie auch immer oder geschäftlich. Ja, und dann gelangen wir hier zu der Nordbahntrasse, die dann hier beginnt oder endet, je nachdem wie man das gerne sehen möchte. Und die führt mich jetzt wieder in Richtung Osten auf meinem Rundkurs. Also einmal von Wuppertal-Vohwinkel. Genauso wie die Schwebebahn auch fährt. Wenn sie denn fährt, ist übrigens, wie gesagt, Achtung für die Leute, die sich dieses Video anschauen, für Auswärtige und mal eine Schwebebahnfahrt machen wollen. Bitte daran denken, die fährt, glaube ich, noch bis... Ja, ich weiß nicht genau bis wann. Bitte im Internet nachschauen. Ich meine, ich hätte gehört bis Juli, August oder so. Nur an Wochenenden. Und selbst da muss man, glaube ich, immer noch gucken, dass er auch wirklich da fährt. Also am besten immer aktuell gucken. Ja, das Ding hat ja ein bisschen Probleme. Ja, übrigens hier seht ihr an der Stelle diese grüne Kugel. Ich habe hier jetzt auch mal die Kamera ein bisschen nach rechts geschwenkt. Das ist ein sogenannter Kugelgasdruckbehälter gewesen. Der ist sehr groß und hat dafür gesorgt, dass im Wuppertal, ja, glaube ich, Druckabfälle vermieden werden oder beziehungsweise auch ja, in dem Gaskessel eine gewisse Menge an Gas bevorratet wurde oder
müsste man mal genau bei Wikipedia nachlesen oder irgendwo wird es wahrscheinlich stehen. So, und zu Corona-Zeiten, jetzt hier im Anfang 2021, wo ich hier diesen Rundkurs gefahren habe, habe ich gedacht, gibt es auf der Bahntrasse kein Geschäft, wo man was Leckeres zu essen bekommt. Aber ich hatte Glück und tatsächlich gab es hier Currywurst mit Pommes frites. Ihr seht, meine Trophäe in der Hand. Oh, suche ich mir jetzt ein schönes Plätzchen und werde mich dort niederlassen und es mir schmecken lassen. So, es hat super lecker geschmeckt und ich mache mich jetzt wieder weiter auf den Weg in Richtung Osten, grob gesagt, wie gesagt, in Richtung Wuppertal-Oberbahn. Ja, quietschende Kinder, macht immer Spaß. Genau, habe ich dann auch mal schön geklingelt, macht mir auch Spaß. An dieser Kreuzung geradeaus auf Nordbahntrasse. Ja, hier ist dann, glaube ich, der... Eine besondere Stelle hier, der Mirker Bahnhof, glaube ich, ist das. Und hier ist schon Café Tachles. Wenn denn keine Corona-Zeit ist, dann ist hier auch geöffnet. Und man kann dann da auch mal lecker Kaffee trinken. Hier ein altes Bahnwärterhäuschen. Anscheinend wohl verkauft und umgebaut zu einer kleinen Wohneinheit. Ja, und es hat natürlich in Wuppertal viele Tunnels. Und jetzt kommen eigentlich hier, ja, hier seht ihr auch meine neue Digi Pocket Mini Kamera in der Hand und so sehen die Aufnahmen davon aus. Ja, weil ich ja demnächst auch mal noch ein bisschen weniger zappelige Videoaufnahmen machen möchte. Tja, das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass ich mich mit meiner alten 360-Grad-Kamera von GYI geschrieben, dann auch selbst filmen kann. Das ist der Vorteil bei einer 360-Grad-Kamera. Aber die betreibe ich ja mit einem extra Gimbal drunter und das ist natürlich am Lenker nicht ganz so stabil. Deshalb habe ich mir jetzt die Digi Pocket Mini 2 geholt. Und ihr seht, das sind jetzt mal so meine ersten Testaufnahmen, allerdings frei aus der Hand. Hier nochmal so ein Steuerungsversuch auf ein altes Bahnwärterhäuschen, wie ihr seht, rechts. Natürlich soll das nicht jetzt die Regel sein, dass ich... Ja, hier seht ihr übrigens meine 360-Grad-Kamera, die G360, kurz im Blickfeld. Also die Aufnahmen sind schon bedeutend ruhiger, das muss ich schon zugeben. So, das ist jetzt wieder die Perspektive von der G und... Da es eine 360-Grad-Kamera ist, kann ich mich natürlich auch den Bildausschnitt selber aussuchen. Und das ist jetzt wieder mit der Digi Mini. Ja, der Ton ist natürlich nicht so sehr schön mit der Digi Mini, mit den eingebauten Mikros. Da muss man natürlich dann was dran tun. Aber das ist ja auch nicht das große Problem oder das Thema. Ja, das jetzt wieder mit der Digi Mini 2, beziehungsweise mit der Digi Mini gefilmt. Es gibt ja die Digi Pocket Mini 1 quasi, wenn man so will, und die Digi Pocket Mini 2, wenn man den Nachfolgemodell.
Das ist jetzt hier auch wieder mit der DJ Mini gefilmt. Das andere von auch. 60 Metern rechts auf Schwarzbachtrasse 2700. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles noch frei aus der Hand gefilmt. Folge dem Weg 1,8 Kilometer. Da ich dieses Video jetzt hier nachträglich nochmal vertone und schon einige andere Radtouren gemacht habe mit der DJ Mini und ich mir auch schon die DJ Mini 2 zugelegt habe, das Nachfolgemodell, ja, muss ich sagen, habe ich da schon jetzt mittlerweile gute Erfahrungen gemacht und habe auch schon einen guten Ort gefunden, wo ich die Kamera verorten kann. Also nicht immer in der Hand halten. Also diese Filmerei, die ich da schon viel woanders gesehen habe, dass die Leute sich das dann da immer oder viel aus der Hand selbst filmen. Ja, hier nochmal meine DJ beziehungsweise meine G 360 hier im Blickfeld unten, die am Lenker fest ist, auf dem Gimbal. Ja, das ist schon recht stabil. Das Problem ist, und auch bildstabilisiert, das ist jetzt wieder mit der G360 aufgenommen. Und ja, das ist jetzt mal wieder eine Vorbeifahrt. Das ist übrigens auch der Vorteil bei den 360-Grad-Kameras. Man muss nicht vorbeifahren bis zur Kamera und dann die Kamera wieder schwenken. Da kann ich einfach komplett dran vorbeifahren und später nachträglich über die in 350 Metern geradeaus auf Nebenstraße, danach links abbiegen und auf später mittels der Bildbearbeitungssoftware kann ich das dann schwenken. Ja, jetzt sind wir hier schon in Straße, danach links abbiegen, Wuppertal Oberbarmen. Und das geht jetzt hier in Richtung Wuppertal-Langerfeld. Ja, später soll ja mal irgendwann die Schwarzbachtaltrasse, die wir vorhin gefahren sind, hier an dieser Stelle rechts abbiegen, beziehungsweise dann durch den Langerfelder Tunnel führen. Und dann kann man sich dieses ganze Gedöns hier durch mitten die Ortsdurchfahrt hier mitten durch Langerfeld. Kann man sich dann sparen, weil das ist relativ bergig, man muss da rauf, dann muss man wieder runter, dann muss man hier über die Straßen und ich fahre hier jetzt schon den Schleichweg. Also wenn man eigentlich den offiziellen Radweg da fährt, dann fährt man da auf relativ sehr stark befahrenen Straßen, das ist nicht sehr schön. So, nun begebe ich mich jetzt hier auf. Ja, danke für das laute Motorrad. Je lauter, desto schöner finden die Kollegen das ja. Ich bin da nicht so Fan von. Aber gut, jeder wie er mag. So, ich bin jetzt hier auf der Straße gewesen, die nach Beinburg führt. Jetzt geht es hier über die Wupper. Und dann versuche ich jetzt hier, beziehungsweise bin auf dem Weg ja, das ist jetzt das Marschader Bachtal. So, das wollte ich noch sagen. Ja, hier noch ein schönes Fachwerkhaus. Und ja, diese Landschaft hier bei nächster Möglichkeit links abbiegen, danach rechts halten. Ist schon recht toll. Ja, die Steigung ist halt auch relativ akkurat. Fragt mich jetzt nicht. Irgendwo, glaube ich, zwischen 4, 5, 6, 7, maximal 7% Steigung. Ja, und das geht jetzt hier vorbei an Birostahl und dann unter der Autobahn A1 hindurch und dann kommt man hier oben auf die Barmer Straße in Remscheid-Lüttringhausen wieder aus.
Und da kenne ich noch einen kleinen Schleichweg, der geht dann hier ab durch einen kleinen Park in Landstadt Lüttringhausen. Ihr seht, schöner Weg, kann man offiziell als Radweg fahren. Und dann geht es jetzt hinunter zu meinem Startpunkt an der Klausener Straße, wo ich am Anfang des Videos gestanden habe und euch auf die Tour eingestimmt habe. Ja, hier noch vorbei an der Gartensiedlung. Ich möchte mich schon mal fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und oder einen Daumen hoch. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, hier jetzt die Klausener Straße überqueren und dann kommt man zu dem kurz hier hinter. Ist übrigens hier diese Abtrennung ein extra abgetrennter Radweg, ist nur leider die Markierung verblasst. Ja, hier ist dieser kleine Wanderparkplatz. Wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt, und einen Daumen hoch. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es nachradeln möchtet. Den Link findet ihr ja dann unter dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und tschüss.